Hallo ihr Lieben, Holge, es ist Yu-Gi-Oh! Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hype The Time Quest. Jetzt schon auf der Eiszauber, weil wir werden uns jetzt Ragot stellen und mit dem Magier hier, auch dem im letzten Part hier das Alchemielabor fast vollständig erkundet haben. Manche Bereiche konnten wir noch nicht entdecken, weil uns dann noch dieser Eiszauber fehlt. Ich hoffe, den bekommen wir nach dem Bosskampf. Das Astrolabium. Auf in die Schlacht! Oder auch nicht? Jetzt aber! Nochmal! Auf in die Schlacht! Du warst das also! Der berühmte Hype! Jetzt zweifle ich nicht mehr daran! Du hast es mir bewiesen, indem du hierher gekommen bist! Du reist in der Zeit, du bist der, der das magische Schwert hat, der das königliche Juwel gestohlen hat, der auf dem Rücken des Drachen fliegt, der sich an einem geheimnisvollen schwarzen Ritter rächen will. Eindrucksvoll, nein, nein, wirklich eindrucksvoll, ich bin ja so beeindruckt. Aber damit ist jetzt Schluss. Ich bin es, der in der Zeit reisen wird. Oh Gott. Ich werde der alleinige Meister sein. Bereite dich darauf vor mit dem Feuer der Hölle. Der Typ ist völlig machtgierig und größenwahnsinnig. Zeit für ein Ende zu setzen. Voll geschirrt mit Eiszauber, aber Eis ist deine größte Schwäche, guck mal, wie viel er es abzockt. Heftig, oder? Muss er halt auch treffen. Guck, normale Angriffe machen den gar nicht so viel Schaden. Oh, diese Feuerlanze, voll fies. Ah, der Eiszauber ist voll schlecht. Damit triffst du ja nie. Ich glaube, ich mach das doch mit dem Schwert. Gut, nein, Schwert. Autschi. Ah, ich weiß nicht, ihr Lieben. Komm. Grünes Kraut. Ein Heiltrank. Bald, ihr merkt schon, der Typ macht massig Schaden. Komm, einmal mit dem Eiszauber noch treffen. Wo ist der? Da ist er. Daneben. Hier, fang. Schon wieder nicht getroffen, ne? Wie schlecht ist denn dieser Eiszauber? Hier, fang. Er trifft nie. Jetzt aber. Jetzt aber. Ey, das ist der schlechteste Zauber des Spiels. Scheiß mal auf der Eiszauber. Feuer macht den, glaube ich, gar keinen Schaden. Komm, in die Ecke. Wir haben ihn in die Ecke gelockt. Der Bosskampf ist eigentlich gar nicht mehr so leicht. Aber da in der Ecke kam er irgendwie nicht mehr raus. 200 IQ. Klar, wenn der Zauber nicht funktionieren möchte, was wir andere Optionen suchen. Voll viel Geld. So viel Geld, dass ich es nicht mehr aufnehmen kann. Oh, ist das blöd. Das heißt Zauber. Kondition ist. Nach dem Wunsch unseres großen Alchemisten Ragot zeigt das Astrolabium von Thoros die Planeten unseres Sonnensystems. Gemäß ihrer Größe absteigen vom Größten bis zum Kleinsten. Ist das ein Typ für Eiszauber? Ich glaube schon. Wie war das nochmal? Ah, Hebel. Mhm. Vom Größten bis zum Kleinsten. Blau, lila, grün, rot, gelb. 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 Lila. Grün. Grün. Halb. Bitte. Bitte halb. Bitte. Grün. Rot, gelb. Das ist hoffentlich das Rätsels Lösung. Wenn ja, das ist ein teures Rätsel. Juhu! Ich musste im letzten Part tatsächlich im Internet nachschauen, weil ich die Rätsel nicht gecheckt habe, weil es halt Musikrätsel war. Ich finde nicht musikalisch. Das nicht gecheckt. Dio, 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 Dio. Yay! Und so kann ich mir das tatsächlich gut merken, weil ich das so ein bisschen singe. Mein Glas war Speer. Das ist quasi wie der erste Zauber, den wir von Gustus bekommen haben, nur jetzt mit Eis. Eis, Eis, Baby. Genau. Mithilfe dieses Eiszaubers können wir, glaube ich, Gustus befreien und diesen Kamin ausmachen und. Hier haben wir noch nicht. Halb, geh ein paar Schritte zurück, sonst stirbst du noch in den Fässern. Muss echt nicht sein.
Ich bin echt sparsam mit der Magie, ne? Guck mal. Kommen so viele... Autschi. Kommen so viele Kräuter und ich benutze sie halt fast nie. Pfeile. 40 Stück. Mehr können wir nicht tragen. Perfekt. Das war das Astrolabium. Schön. Ja, ich denke, hier haben wir alles. Oder? Doch, doch. Von hier sind wir gekommen, jetzt müssen wir wieder zurück. Gustav befreien und den anderen Weg finden. Diesen anderen Kram können wir jetzt auch noch aufmachen. Ich weiß nicht, ob wir da noch einen Zauber finden oder ob wir Geld finden, Plastiks oder andere schöne Sachen. Wir schauen mal. Sind die Ritter wieder da? Die Magierrüstung? Oder sind die jetzt weg? Weil Rago tot ist. Für mich eiskalt getötet. Aber ihr habt es ja gesehen, der Typ hat es verdient. So wahnsinnig, wie der war. Ghostos! You are free! Danke, Hype. Du bist wirklich ein großer Ritter. Ich habe schon das Schlimmste befürchtet. Ich war nicht sicher, ob du bis zu dieser Epoche vordringen könntest. Ich habe dich unterschätzt. Verzeih mir. Sehe ich aus wie ein Pfannkuchen oder was? Wir müssen verschwinden, ehe die Festungswächter uns entdecken. Stealth Mission. Dip, 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 dip. Dip, dip, dip. Nein. Ist tatsächlich keine Stealth Mission, sowas gibt's überhaupt nicht. So, jetzt interessiert mich aber, wie das mit diesem Gedöns ist. Zücke dein Schwert. Nutze den Zauberspruch. Würde ich gerne, nur ich habe keine magische Energie mehr. Ich habe so viele grüne Kräuter. Jetzt habe ich nur zwei. Weltklasse. So, was bewirkt jetzt dieser Schalter? Top Secret. Ach, das war sogar wichtig. Ich dachte, das wäre einfach ein Geheimnis. Ach, das ist der Fluchtweg, der offizielle. Oh, ist das lame. Ich dachte, ich habe jetzt wirklich ein Geheimnis gelüftet. Nein, nein, nein. Ach, Mensch. Leute, ich hasse das. Man kann so wenig Geld nur tragen in dem Spiel. Es wird Zeit, dass wir Willi im Besuch abstatten. Hier ist, was ich die letzten Jahre erfahren habe. Das königliche Juwel hat dir nichts außer einem kleinen Sprung in der Zeit erlaubt. Jetzt musst du das Juwel der Menschen finden. Für jeden Sprung in der Zeit, bis hin zu deiner Epoche, benötigst du ein Juwel. Und du musst dieses Juwel noch in der Epoche, in der du es gefunden hast, mit himmlischer Energie aufladen. Ich habe außerdem noch gelesen, dass dein Schwert umso stärker wird, je mehr du das Juwel beherrschst. Das haben wir schon festgestellt. Wenn du das Juwel der Menschen gefunden hast, dann komm in mein Herrenhaus. Ich werde dann sicher neue Informationen haben. Um dein Juwel zu finden, lege ich dir die Schatzkammer im Park der Tapferen nahe. Es ist sehr schwer, dort hineinzugelangen. Man sagt, dass die Räuber versuchen, ihn durch einen Geheimgang im Wald zugänglich zu machen. Das ist alles, was ich weiß. Viel Glück. Warte, bis ich mich entfernt habe, ehe du rausgehst. Die Wächter dürfen mich nicht mit dir zusammensehen. Warum nicht? Sie wissen nur, dass wir unter einer Decke stecken. Was für ein Deckquatsch jetzt? Voll der Kindergarten. Na gut. Juwel der Menschen, sagt er. Und das ist im Park der Tapferen. Ja, da kommen wir nicht rein, wegen Seneca. Ja, du darfst hier nicht rein, du bist doof. So mit den Räubern zusammenarbeiten. Mit dir haben wir uns ja nur angegriffen. Oh nee, ey. Das gibt wieder was. Es gibt tatsächlich im Wald ein Secret. Und das werden wir jetzt ansteuern. Aber erst machen wir das Rennen von Willi. Denn Epoche 1 von Tuscan's Ersten noch so ein kleiner Junge war. Aber der hat es von James jetzt komplett übernommen.
So, wo war er denn noch gleich? Ich glaube, der war beim Stadttor. Das ist die Frau Stadttor. Komm, deinen überteuerten Scheiß kauf ich jetzt. Das Beste für die Besten. So, 50. Hat sich aber gelohnt. Weil die Rüstung war komplett zerstört. Hargots Männer haben mich hingerichtet. So, Willi, wie komme ich zu dir? Ah, guck an. Kräutertechnisch, tranktechnisch sind wir echt ganz arm dran. Aber egal, geben wir ganz Geld jetzt für den Schuhmacher aus. Michael Schumacher, wow, Formel 1, huh. Ich meine, das ist ja auch quasi ein Race, ne? Wie Formel 1. So ganz abfällig ist jetzt der Vergleich ja nicht. Wait, da waren wir noch gar nicht. Hallo? Bei welcher Ära war es? Ich glaube, bei Tuscan des Dritten. Da kannst du tatsächlich einen Zauber finden. Hey, ist der Willi jetzt weg? Nee, da ist er. Willkommen in Toras, edler Ritter. Mhm. Wir haben schon mal gesehen, wir haben auch hier schon mal miteinander gesprochen und du willst viel zu viel Geld. Aber es ist mega. Die Regeln. Auf mein Zeichen hin müsst ihr der Route folgen, die bleibt immer gleich. Jedes Mal, wenn ihr eine Fackel lassen, trotzdem ausreden. Erscheint eine neue. Die letzte Fackel enthüllt auch die versprochene Belohnung. Und vergesst nicht, ihr kämpft gegen die Zeit. Ihr müsst schnell sein. Das müsste ja hier eigentlich leicht sein, weil alles so dunkel ist. Müsste die Fackeln ja voll gut erkennen. Komm schon, Hype. Glück, Ritter. Auf die Plätze. Jetzt kommt wieder diese epische Musik. Wobei mir das bei Alchemistenkammer auch so gut gefallen hat. Der Soundtrack des Spiels ist einfach legendär. Ach so, rückwärts gehen kann ich nicht. Das war es ja schon. Kann ich ja schon nicht mehr schaffen. Viel zu viel Zeit verschwendet. Ja. Das war leider ein Schuss in den Ofen, ihr Lieben. Epic Fail. Oder auch nicht? Haben wir's? Wir haben es trotz der grundschlechten Leistung. Was für ein Geil ist das? Der Schumacher, James und Sohn danken dir und bieten dir einen herrlichen handgemachten Geldbeutel. Finally! Du kannst von jetzt an bis zu 500 Plastiks weitertragen. Das wurde auch Zeit. Gut gemacht, Ritter. Das ist echt ihr geil. Ihr habt euch die Belohnung verdient. Aber ich bin immer noch nicht zufrieden mit den Stiefeln. Ach, ich weiß, dass ich sie noch verbessern kann. Glaubt mir, Ritter, eines Tages werden diese Stiefel unglaublich sein. Unbesiegbar. Einzigartig. Tja, wenn ihr es wünscht, könnt ihr das Rennen erneut laufen. Möchtet ihr? Nicht? Na gut. Ich werde die ganze Nacht hier sein. Kommt zurück, wenn ihr eure Meinung ändert. Sorry. Nee. Ich bleibe auf meiner Meinung. Ja, der erstickt nur an seinem Perfektionismus mit seinen komischen Schwuren. Wirklich. Perfektionismus kann einen noch krank machen. Gut, ihr Lieben, wir müssen jetzt wieder zwei Räubern. Oh nee. Wie viele Räuber haben mich da überfallen beim letzten Mal? 4 Stück, ne? Oh nee. Aber das ist immer geil, wenn du in Zelda oder auch hier einen größeren Geldbörse bekommst. Aber wie viel Geld uns schon durch Lappen gegangen ist. Wenn man nur 200 Plastiks tragen kann. Ist echt blöd. Hier bin ich voll falsch. Mann, in der Stadt sieht alles gleich aus. Ich verlaufe mich hier immer. Jede Ecke. Guck, jetzt bin ich wieder am Anfang. Nein! Hilfe! Mensch. Lass mich raus. Ich hab hier schon alles erledigt. Ich hab die Bienen, ich hab alles. Deswegen gibt's jetzt eiskalt den Safe State. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo hier ein Speicher ist. Ich hab's viel zu hart gesät und jetzt alles normal machen, zumindest mit Ragot und Gustos. Nee. Das Spiel jetzt abstürzt, bin ich traurig. So, Räuber. Räuber-Hotzenplatz, sagten sie. Boah, der erste Eiszauber, den wir hatten mit dieser Dreieinigkeit, der war ja so schlecht. Ich hab's gesehen im Bosskampf. Nie getroffen. Hier kann man scheinbar Plastiks fahren. Richtig geil. Okay.
Roy Bratzenplatz, ich komme. Oh nee. Ich weiß gar nicht, wo man hin muss. Vor in Ära des Ersten. Die Fledermäuse waren, da müsste jetzt ein Secret sein. Ich glaube, so war das. Nein, Fledermäuse. Oh, ein Räuber. Oder ist hier das Secret? Ich glaube, hier ist das Secret. Nevermind. Was war das für ein Sterbesound? Hier, nimm das. Also, die Zauber in dem Spiel sind so schlecht. Du triffst ja nie. Muss so zielgenau sein. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ich glaube, wir haben das versteckte Räuber soeben gefunden. Ey! Was haust du einfach so ab? Hör auf, mich zu ignorieren. Was war das denn? Das Schöne ist, die haben voll viel Geld dabei. Hype. Hype. Danke. Sesam, öffne dich. Jetzt zück dein Schwert. Oh, shit. Uff, du bist schön. Du bist stark, Ritter. Du bist wohl stark, aber wir sind in der Überzahl. Das ist die, die gesucht wird. Seine Armbrust und seine Plastiks weg. Oh nein. Das ist die Räuberin, die gesucht wird. Das ist schon so gut wie erledigt. Warum ist hier so freundliche Musik? Ich bin Caron, Anführerin der Räuber. Ich werde dir dein Schwert lassen. Du wirst es brauchen. Wie du siehst, schöner Ritter, weiß ich, wer du bist. Man sagt, du könntest durch die Zeit reisen. Deine Kräfte könnten mir nützlich sein. Ich würde gerne in die Schatzkammer im Park der Tapferen gelangen, um meinen Vater zu rächen. Er war der Architekt, der den Park der Tapferen erbaut hat. Aber Taskan der Erste hat ihn nie dafür bezahlt. Es gelingt uns derzeit nicht, in die Schatzkammer einzudringen. Deshalb habe ich eine Mission für dich. Du musst meinen Vater in der Vergangenheit in Toras finden und ihm mein Armband zeigen. Er wird dann wissen, dass du in meinem Auftrag kommst. Bitte ihn, sich einen Zugang zur Schatzkammer auszudenken. Wenn du erfolgreich bist, gebe ich dir dein Geld und deine Armbrust zurück. So wie ein Abzeichen. Und die Räuber werden für immer deine Verbündeten sein. Ernsthaft? Du hast jetzt Crowns Armband. Wir müssen in die Zeit zurückreisen. Oh, nö. Finde meinen Vater in der Zeit und sage ihm, dass er für eine Möglichkeit sorgen soll, in die Schatzkammer zu kommen. Wenn dir das gelingt, sind die Räuber auf ewig deine Verbündeten. Schön, aber finde ich jetzt seinen Vater? Och Mensch. Das ist kacke. Na gut, müssen wir jetzt wieder den ganzen Weg zurückgehen? Wenn wir im Schloss oder bei Gustus können wir in die Zeit zurückreisen. Wahrscheinlich eine ganz liebe zu sein. Die ist unsinnig feindlich gesinnt. Hat uns aber tatsächlich alles weggenommen, das ganze Geld. Die ganzen Pfeile. Alles, was mir so hart erkämpft hat. Jetzt fühle ich mich so nackt. Nur mein Schwert. Und ich. Sein Fakt. Die Zeit zurückreisen und das Armband zeigen. Muss jetzt mit allen Leuten reden, was weiß ich, wer jetzt ihr Vater ist. Och Mensch. Bestimmt der Architekt, ne? Gucken wir mal. Wir schauen so. Da hätte da auch meine Rüstung reparieren können, ich doofe Kuh. Mann, jetzt habe ich das Doppelte ausgegeben. Aber die hat uns ja so das ganze Geld geklaut. Wir haben ja nichts mehr. Null Plastiks. Null Pfeile. Nicht mal die Armbrust. Wie soll ich jetzt Bienen zerstören? Gut. In den ersten zwei Epochen haben wir das ja sowieso schon getan. Von daher, alles gut. Das Armband zeigen. Na dann mal los. Karons Armband. Los geht's. Reden nur mit den Leuten. Ja, mit der müssen wir nicht reden. Das ist hier der Verrückte, den wir am Anfang des Parts getötet haben. Lass mich vorbei, Ritter. Da ist er. Ich bin ein großer Zauberer. Ah Gott, hier lebt er noch.
Am Anfang des Parts haben wir ihn getötet. Ich bin ein großer Zauberer. Ja, ich glaube, das ist der Vater, ne? Tatsächlich. Ich. Was sagt ihr, Ritter? Ihr. Ihr kommt aus der Zukunft? Im Auftrag meiner Tochter Charon? Und sie hat euch ihr Armband als Beweis mitgegeben? Das ist ja unglaublich. Aber ich weiß, wenn ihr ihr Armband habt, dann nur, weil sie es so wollte. Ich habe von euch gehört, Ritter. Die Wachen suchen überall nach euch. Es gibt das Gerücht, dass ihr euch in Luft aufgelöst haben sollt. Jetzt beginne ich zu glauben. Nun gut, so sei es. Ich werde ein Öffnungssystem für die Schatzkammer im Park der Tapferen konstruieren. Und Charon wird den Schlüssel haben. Lebt wohl, Ritter. Und vergesst nicht, Charon das Armband zurückzugeben. Jetzt beginne ich zu glauben. Auf einmal gläubig geworden. Auf einmal religiös. Spaß. Okay, jetzt wieder zurück. So ein Mist. Hin und her. Backtracking-Action. Ne, finde ich eigentlich ganz nett. Haben sie halt das Time-Trial-Feature ganz gut genutzt. Weil nur in der Vergangenheit kann man die Zukunft verändern. Was haben wir jetzt gemacht? Auf, zurück zu Charon. Wir haben den geschnackt. Wir haben unseren Zoll erfüllt. Kann ich bitte meine Pfeile und mein Geld wiederholen? Wäre sehr lieb. Bitte. Bitte. Diese Spielphysik. Die Steuerung. Was habe ich gesagt? Part 1? Irgendwo werde ich mich schon dran gewöhnen. Nee. Ich werde mich nie dran gewöhnen. Die Steuerung ist einfach schrecklich. Ich mag das Spiel trotzdem. Komm. Perfekt. Aber wir müssen wieder ein bisschen Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Voll blöd, dass man nicht sieht, wie viel Geld das immer gibt. Können wir natürlich schwarz auf weiß nachschauen. 20. Wir haben 2 Säcke gefunden, haben jetzt insgesamt 40. Gibt wahrscheinlich einen Sack 20 Plastik. Naja, nein. Charon, I'm here for you, my girl. Das blöden Fledermäuse. Der greift uns nicht an, ne, der Räuber. Schuppi. Hä? Wo ist die? Klär mich auf, Kumpel. Charon hat mich mit einer Nachricht zu euch geschickt. Sie traut euch immer noch nicht. Also möchte sie euch in unserem Dorf treffen. Wir haben den hohen Baum für euch geöffnet, der dorthin führt. Es liegt ein Stück weiter im Wald. Macht euch auf den Weg. Niemand lässt unseren Anführer Charon warten. Wieso Anführer? Das war ein Girl. Anführerin? Misgendert er erstmal seine Anführerin. Das ist ein Arsch. Ich hoffe, dafür wird er geköpft. Nein, nein, jetzt werde ich erstmal geköpft von Geist. Tschüss. Die droppen ja auch nie was. Ich glaube, jetzt kommt das ins Spiel, was ich in Erinnerung hatte. Ich habe ja eben gesagt, es war, glaube ich, irgendwo, wo wir in Ära 1 die Fledermäuse waren. Und ich glaube, da war jetzt der Weg zum Räuberdorf. Wenn jetzt hier die Räuber kommen, nee. Die sind nämlich richtig arschig. Und zwar hier. Genau das hat die neue Erinnerung. Cool, dass ich das noch weiß. Ich habe so viel vom Spiel vergessen, aber genau das wusste ich noch. Oh Gott, jetzt geht's ins Räuberdorf. Da war man gar nicht in der ersten Ära. Sache, Ära 2 ist die beste. Voll abwechslungsreich. Hallo? Ah. Über den Bäumen muss die Freiheit so grenzenlos sein. Oder so ähnlich. Nein, abgestürzt. Abgestürzt. Ich hasse aus beiden Spielen. Ja. Natürlich klasse, ne? Wie lange habe ich keinen Safe-State mehr gemacht? Ich drücke jetzt mal einmal F3. Wo bin ich? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wo bin ich? So, egal, ich spiele jetzt alles nochmal von vorne. Bis gleich. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Und ob ihr es kauft oder nicht,
Das Spiel ist so verbuggt, verglitscht. Es ist schon wieder abgestürzt eben. Da habe ich halt in-game gespeichert, habe das Spiel nochmal neu erstellt und jetzt ging's. Ich kann das Spiel halt teilweise nicht gut bewerten, wenn es so gravierende Fehler hat. Obwohl es mir so viel Spaß macht. Wie ihr wahrscheinlich schon öfters gemerkt habt. Ja, Dorf der Räuber, ganz ehrlich. Da es jetzt geladen wird und der Part so schon lange genug ist, würde ich sagen, schauen wir beim nächsten Mal, was hier abgeht. Was haben die Räuber vor? Was will die mit uns so besprechen, die Karin? Und wie kommen wir jetzt im Park der Tapferen? All das und noch viel mehr beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!